Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Stay Human. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und ein Dankeschön an alle, die meine letzten Videos bewertet haben. Mir ist aufgefallen, in den letzten zwei Aufnahmen gibt es leider keinen Sound. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Aber, ja, ich hoffe, es wird jetzt besser. Es tut mir leid, ich werde jetzt eine Bonusfolge machen, die extra lang geht. Und ja, technische Probleme leider. Verschwinde. In dir fühle ich mich unwohl. Halt die Klappe. So, was haben wir hier? Ja. Also gut. Dann sollte sich der Hakon jetzt demnächst mal melden. Aber mich regt es schon ein bisschen auf, dass jetzt in den letzten zwei Folgen kein Sound ist. Na gut, was soll ich jetzt noch machen? Willkommen, lieber Kunde. Hey, hast du ein Problem? Kerle, geh mir nicht auf den Sack. Oh, ich gehe mal kurz hier raus. Also, in der letzten Folge war ja zum Beispiel auch der Typ hier vorne. Wo ist denn der hin? Ja, der ist ja draußen am Zaun. Der hat ja den Elektrozaun erfunden. Klar, gehen wir mal 15 Jahre zurück, dann ist das eben statt der Pandemie. So, und da war der vielleicht, also ich schätze jetzt mal so 19, 20, 21 rum. Vielleicht ist er jünger, keine Ahnung, auf jeden Fall muss er Kind gewesen sein. Du, ey, ihr kannst nirgendwo mal 5 Minuten Ruhe. Dann kannte der das ja generell nicht, wenn er in der Stadt aufgewachsen ist, so. So, die Dorfkinder, die kennen das natürlich. So. Die gehen einmal über die Weide spazieren und dann kriegen sie jedes Mal einen Stromschlag. Ja. So viel dazu. Siehst du dir all die Toten an? Hier steht, die werden vermisst. Kommt auf selber raus. Gefunden werden die nie. Und was bringt dann die Tafel? Es ist jetzt 15 Jahre her. Damals sind viele verschwunden. Mein Nachbar verlor seine beiden Kinder. Aber das Leben geht ja weiter. Den Mut, die Bilder abzuhängen, hat niemand. Aber Hoffnung gibt es keine. Ohne Nightrunner endet jede Suche immer ergebnislos. Weißt du was über die Kinder, die an den GRE-Tests beteiligt waren? Tja. Wer war denn an den Tests nicht beteiligt? Alle waren dabei. Junge, Alte, Blinde, Taube. Jeder wollte einen Impfstoff finden. Manchen ging's ums Geld. Andere wollten das Schicksal besiegen und gesund bleiben. Das war Villedors Teufelspakt. Man war eingemauert mit der Pest. Aber dafür hatte man die Chance, die Welt zu heilen. Aber das Virus gewann. Am Ende brach man die Studie ab. Und die Kinder? Offiziell wurde nie an Kindern getestet. Menschenrechte und so ein Scheiß. Und inoffiziell? Und inoffiziell? Es heißt, einige Kinder wären aus der Stadt rausgebracht worden. Der Rest? Der wurde innerhalb der Stadt sich selbst überlassen. Wenn die Infizierten sie nicht kriegten, dann der Hunger oder die Dunkelheit.
Wo sind diese Kinder heute? Nach all den Jahren. Die meisten sind vermutlich tot. Wenn jemand Glück hatte und noch lebt, dann sind sie wohl im Zentralring. Weil es da mehr Peacekeeper gibt. Erleichtert das Überleben. Irgendjemand muss mehr wissen. Warum? Was war, war. Es bringt nichts, alles wieder ans Licht zu kramen. Jeder hat seine eigenen Probleme. Und zwar hier und jetzt, Pilger. Jeder kämpft für sich selbst. Es kommt mir so vor, als wenn das Bilder wären von denjenigen, die das Spiel erstellt haben. Aber es kommt mir nur so vor. Ich sage nicht, dass es so ist. Aber das machen Spielentwickler sehr gerne. So kleine Easter Eggs einbringen. Oh Mann, der Kerl, der geht mir so auf die Nerven. So, wo gibt's denn jetzt hier noch jemanden, mit dem wir reden können? Ich hab mich blamiert. Also ich finde, es ist alles gut gegangen. Ich sag dir was. Nimm's mir bitte nicht übel. Du bist tapfer als mit niemandem. Dann legen wir uns mal kurz hin. Oh, Band. Was haben wir hier? Ach ja. Nichts Gescheites. Gut, dann dürfen wir jetzt so suchen. Eigentlich sollten wir doch mit dem hier reden können. Irgendwas soll ich doch anmachen für den. Manchmal wache ich in der Nacht auf und vergesse, dass der Niedergang überhaupt stattgefunden hat. Das ist so ziemlich die einzige Zeit, in der ich lachen kann. Bin ich denn jetzt? Aber dann sehe ich diese verdammte... was soll ich denn hier anmachen? Ja, super. Verschwinde, Kind. Du sagst dir selbst, alles wird so einfach. Erlebst du das nächste Jahr? Um dich mache ich mir keine Sorgen. Eher um meine Frau. Wenigstens lebt einer. Also keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss, also... Ich verkaufe jetzt einfach mal ein paar Sachen. Ja.
Was haben wir denn hier? Könnte ich noch gucken. Oh, 6 Mal können wir es herstellen. Schick, schick. Ah, jetzt immer, wo wir hin müssen. Hey, verschwinde! Ach komm, wir hätten das finden sollen. Nein, sie wurde gegrillt. Die Ziege wurde gegrillt. Ich bin so ein Idiot. Was ist passiert? Ich muss die Spannung zu hoch berechnet haben. Siehst du? Ein Nichtsnutz. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fehler machen konnte. Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung. Warum? Das glaube ich nicht. Das ist sehr, sehr... Es hat großes, riesiges... Du meinst, es hat Potenzial? Potenzial, ja. Es könnte eine effektive Waffe sein. Eine Waffe? Es ist ein bewährtes Konzept. Wenn du es einfach auf eine Waffe anwendest, dann könnte es deine Chancen gegen verwandelte Kreaturen erhöhen. Die tapfere Ziege hat ihr Leben für die Wissenschaft geopfert. Das heißt, Abendessen für alle. Und für dich. Ich nehme dich als... und ernenne dich zum... Meisterhandwerker? Wirklich? Oh mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sprechen später. Komm, Vincenzo. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, nimm das. Wenn es nicht stark genug ist, komm einfach in meiner Meisterhandwerkerwerkstatt vorbei. Sicher, danke. Nur pass da draußen auf dich auf, ja? Keine Sorge, Kumpel. Ja. Alles klar. Vor dem Niedergang bin ich oft mit den Kindern hergekommen. Jetzt müssen wir noch mehr Leute. Was war das? Oh, nochmal ein Band. Was haben wir denn sonst noch jetzt? Machen wir das mal. Was hast du dir nur dabei gedacht? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der einen Auftrag so gut vermasselt hat. Ich dachte, ich könnte ihn trauen. Soll das ein Bild sein? Boah, ist das weit weg. Jetzt vermisse ich meinen Buggy. Jetzt schnell mit so einem kleinen Buggy hier durchdüsen. Wobei, würde nicht mehr, nicht funktionieren. Alter, wie sich hier der Dreck angelagert hat, ne?
Quarantänezone. Ja, habe ich jetzt keine Zeit für. Wo ist denn jetzt der Eingang? Da hinten. Okay, und noch sind keine Infizierten in der Nähe. Gleich geht's anscheinend noch weiter runter. Huh? Okay. Mann, geh doch runter. Oh. Wohin jetzt? Jetzt im Ernst, wohin? Nicht hin. Aber es geht doch nicht höher, oder? Ist der oben auf dem Dach oder was?
Ja klar, wenn er unten irgendwo ist, dann kann er nur noch oben sein. Oh, da hat er was. Nee. Sag mal, bin ich blind oder? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Okay, gucken wir mal hier hin. Das kann eigentlich nichts sein, weil oben drauf ist direkt. Dach. Ja, das sind so Satzaussagen. Ich weiß, oben drauf ist direkt das Dach. Ja. Ist okay. Ja, nee. Also. Kann ich auch nicht aufmachen. Oh, das ist halt wirklich der da draußen. Wie geht's dir? Kommst du zurecht in der Stadt? Na, ich war hier und da. Weißt du, die besten Partys gibt's immer im Zentrum. Und genau da gehen wir jetzt hin. Ich habe einen Plan, wie wir da hinkommen. Ich erzähle dir gleich alles. Wir treffen uns auf dem Dach nahe der U-Bahn-Hauptstation. Als ob ich an dem jetzt fünfmal vorbeigerannt bin. Toll. Noch ein Wasserdieb. Das hat mir noch gefehlt. Bei all den Dieben und Infizierten bin ich bald pleite. Ich bin hier, weil ein Typ namens Julian behauptet, du verkaufst vergiftetes Wasser. Ich habe gar nichts vergiftet. Klar? Na, Julian behauptet was anderes. Ja, klar. Hör nur auf den Typen, der mir mit Gips gestrecktes Mehl angedreht hat. Wenn du kein Dieb bist, warum bist du dann bei den Infizierten? Ich muss diese Bazillen da unten loswerden. Wenn nicht, bin ich hier erledigt. Giftwasser oder nicht. Also gut, ich verscheuche die Infizierten und du sagst mir, was los ist. Abgemacht? Gut, abgemacht. Die habe ich doch gerade Ach. Ist ja gut, ich mache ja schon. So. Wait, what? Huh? Okay, also, man kann anscheinend durch Wände springen. Also wenn ich jetzt... Geh mal weg. Geht doch da runter, Mann.
Wenn ich jetzt hier durchspringe, kann ich durchlaufen. Jetzt muss ich doch nochmal runter. Ach komm. Gut, du bist in Sicherheit. Also, was hat's mit dem Wasser auf sich? Warte. Du bist also wirklich einer dieser räudigen Pilger. Räudig? Jetzt sind wir sicher. Musst ein scheiß Krimineller sein oder vollkommen durchgeknallt, hunderte von Meilen durch eine Welt mit Befallenen zu latschen. Durchgeknallt im guten Sinn, natürlich. Also, was ist jetzt mit dem Wasser? Mit meinem Wasser ist alles in Ordnung. Ein Mann im Bazar wurde vergiftet. Wenn er stirbt, wird man dir die Schuld geben. Ach, verdammt. Okay, ein Unfall, okay? Nur wegen den verdammten Dieben. Dieben? Ständig klauen sie mir mein Wasser. Ich hab die Nase voll. Also habe ich ihn in eine Falle gestellt. Du hast bewusst das Wasser vergiftet, um die Banditen zu töten? Nicht ganz. Zumindest sollte das nicht so sein. Ich habe mal einen Befallenen getötet, der hier angekrochen kam. Und der Kerl fiel in ein Becken. Es war natürlich ruiniert. Da kam mir eine Idee, warum diesen Bastarden nicht eine Lektion erteilen. Also füllte ich ein paar Flaschen mit Zombiewasser und stellte sie so hin, dass man sie leicht sehen konnte. Die sollten nie auf den Bazar kommen. Ich war wohl besoffen und hab Julian ein paar Flaschen davon verkauft. Ich geb dir alles Mehl, das ich hab, und leg noch was drauf. Nur erzähl's niemandem, sonst bin ich ruiniert. Immer die Wahrheit sagen. Und erzähl deine Geschichte auf dem Bazar. Es war ja ein Unfall. Bist du bekloppt? Niemand würde je wieder einen Tropfen Wasser bei mir kaufen. Ich lasse nicht zu, dass Julian für eine Sache hängt, die er nicht getan hat. Scheiß auf Julian. Ich muss meine eigene Haut retten. Das ist eine Geschichte, die du nicht erzählen wirst. Nein, nicht. Hey, hier drüben! Wie gefalle ich dir jetzt, du Bastard? Wie sie einfach die Soundanimation von irgendwelchen random NPCs nehmen. Überraschung, du Penner! Die Frage, gehen wir jetzt noch weiter die Mission verfolgen oder gehen wir zu Harkon? Eigentlich würde ich gerne zurück zu Harkon und da die Story weitermachen. Gut, dann machen wir das jetzt auch.
denke, das ist alles eine Gottesprüfung. Ja, also ich hoffe jetzt, dass das Sound da sein wird. Ansonsten lade ich die Videos klar trotzdem hoch. Ich werde aber in Beschreibung was reinschreiben. Oder halt als angepinnten Kommentar. Und ja. Ansonsten werde ich morgen dann einfach nochmal was aufnehmen. Oh nee, komm. Oh. Also von mir aus sollten sie die Ausdauer beim Rennen wegmachen, ja? Dass die Ausdauer beim Rennen verschwindet, aber nicht beim Klettern. Besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienziturm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen. Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte, aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Okay. Dann legen wir uns schlafen. Die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Geh zu den Tunneln. Was macht der denn? Weil ich doch einfach runterspringen kann. Super.
Ah ja, da oben. Ja, da sind schon einige. Ich bin im Tunnel. Okay. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein. Oder ein paar Dutzend. Nee, echt? Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Toll. Ich meine, klar, ich könnte jetzt hier einfach auch durchrennen. Aber ich denke nicht, dass das der Sinn jetzt dabei ist. Ach, scheiße. Jetzt sind sie wach. Wohin? Wohin? Okay, sind noch nicht alle wach. Wo muss ich denn hin? Nö. Schön liegen bleiben. So klar. Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um.
zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Oh, Scheiße. Harkon, das sieht nicht gut aus. Harkon! Ab mit dem Kopf. Also gut, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.